Moin Moin und herzlich willkommen zum TWL SC2 Tournament Season 2. Heute mit einem Spiel aus der Gruppe 1. Und zwar spielt der Vorjahresfinalist Lukas gegen Drache, der in der letzten Season Dritter wurde, auf der Map Jungle Basin. Und mein heutiger Gast ist der gute Wolfi. Hallo. Ja, ZVZ auf Jungle Basin hatten wir ja schon mal, als ich gegen Fat One gespielt habe. Was erhoffst du dir von dem Match heute, Wolfi? Einige spannende Baneling-Fights, Mutter Harris, das wäre schon mal sehr schön zu sehen. Also und natürlich eben viel Spannung. Komplett Standards, ja. Ja, auf Baneling hoffe ich eigentlich nicht so, weil Baneling-Bust ist eigentlich ziemlich langweilig. Ich hoffe mal ein bisschen auf Charme, Maiko. Mal sehen. Ja, Hauptsache viel und actionlastig. Also wir sehen hier auf der 11er Position Lukas als grünen Zerg unterwegs und auf der 5er Position Drache als blauer Zerg. Kein Schieß von beiden bis jetzt soweit, kein 6er Pool oder irgendwas anderes Verrücktes. Während die Overlords sich auf den Weg machen und scouten. Was meinst du, wer ist für dich denn so dein Favorit in dem Match? Also ich denke einfach Lukas, weil er mehr spielt. Also deutlich mehr, er lettert sehr, sehr viel und spielt auch schon, ich sag mal, sein Leben lang quasi Zerg, während Drache ja eine große Zeit lang Protoss gespielt hat und dann eben erst neulich geswitcht hat. Dementsprechend denke ich, dass er einen Vorteil hat. Allerdings mit der richtigen Taktik ist auch Lukas durchaus knackbar. Ja. Wollen wir mal sehen, was hier ist. Wir sind jetzt hier bei 14 Supply angekommen, noch kein Pool, noch keine Äxte. Doch, da jetzt kommt der Pool jetzt bei kommt Lukas. Der Pool. Genau. Auch bei Drache. Nimmt sofort auch den Extraktor. Macht Drache hier auch. Also beides komplettes paralleles Spiel. Jo, Standard BO beim Zerg. Und da fliegen ja die beiden Overlords knapp aneinander vorbei. Sehen die sich eigentlich? Ja, sie sehen sich ganz knapp. Das ist aber schön. Das ist wie so ein Elefantenrennen auf der Autobahn hier fast. Aber total. Und Lukas Harvest ist hier schon das Gas. Der Drache jetzt auch am Start. Na gut, ich muss sagen, Lukas ist ein bisschen schneller. War nur minimal, das sind nur ein paar Sekunden. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand auf eine Echse gehen wird oder beide komplett auf One-Base-Pushes auslegen werden. Na, als Zerg macht man sowas nicht gerne eigentlich. Also eine Echse werden wir hier jedenfalls sicherlich sehen. Queen jetzt bei beiden Spielern im Baum. Und auch die ersten Linge. Bei Drache zumindest. Bei Lukas sehen wir noch keine. Da kommt jetzt auch die Roach-Spawn. Da bin ich jetzt mal gespannt, ja, inwiefern Drache das scoutet und damit umgehen kann. Drache hat hier eine Menge Waypoint gesetzt, die ziemlich dusselig sind. Ja, aber nicht richtig. Nicht richtig. Wir können ja mal gucken, Drache in Ei und dann, ob er das mal irgendwann mal sieht. Spinecrawler jetzt auch bei nichts. Drache im Bau. Spielt jetzt ein bisschen defensiver und da ist jetzt die Queen da und die wird jetzt natürlich die Drohne einheizen. Oh, er kann es noch scouten. Nein, sieht, er hat es nicht gesehen. Aber er kann sich ja denken, dass Lukas noch keine Linge hatte, dass da irgendwas anderes kommen muss. Setzt jetzt mal einen Spinecrawler und Drache macht hier Fast Tech. Ist vielleicht gegen Roaches jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, würde ich sagen. Aber wenn er es halten kann am Anfang, sicherlich. Dann auf jeden Fall klar, dann hat er einen riesen Vorteil. Vor allem mit Air gegen Roaches, ja, ist natürlich erstmal witzig. Aber schauen wir mal, wie Lukas sich da schlagen wird mit seinem Push. Ja, die ersten vier Scherben sind im Bau. Wenn hier Drache bloß vier Linge hat. Mit Queen. Und wo rennt denn jetzt seine Queen dahin? Ich glaube, er will den Overlord. Achso, ja, nice, wenn jetzt den Ovi hier kicken könnte. Und dann hat Lukas ein kleines Supply-Problem. Ja, allerdings glaube ich, dauert das zu lange. Ja, er hätte vielleicht ein bisschen dichter kommen lassen sollen erst. Ja, könnte gut sein. Wenn er da jetzt noch runterläuft, das kostet ihn ja so viel Zeit. 36, ja. Da sollte er lieber zurückgehen und nochmal injecten. Und da kommt das Spire. Ja. Noch keine Exe bei beiden. Tech jetzt auch bei Lukas. Ja, ich habe mir sowas fast schon gedacht, dass beide irgendwie versuchen, One Base da ein bisschen Druck zu machen. Kommst du denn darauf? Und jetzt leckt der. Weiß ich nicht, aber der Fat One leckt. Oh nein, nicht Fatty. Das könnte natürlich irgendwie 24 Stunden Disconnect oder sowas sein. Na gut, da ist er wieder. Nicht. Ja, Drache hat ein bisschen Connection-Probleme gehabt am Anfang. Was macht? Hat sich jetzt aber Gott sei Dank wieder einigermaßen gelegt. Oh.
Schauen wir mal, ob sich der Fat One auch wieder beruhigt oder Nein. ob das jetzt hier. Der ist dahin, denke ich mal. Gut, also auf jeden Fall bin ich jetzt mal gespannt, wie Lukas jetzt weiter vorgehen wird. Nachdem er die paar Roaches gepumpt hat, bin ich eigentlich von dem Push ausgegangen, hatte aber so nicht gemacht. Ja, er ist ja jetzt raus, Fat One. Ja, gut, wenn er jetzt hier Roaches spielt, könnte ich mir vorstellen, dass wenn der Tech fertig ist, dass er auf Hydras geht. Also Roaches sind zu Hydras. Und mit den richtigen Tech-Gebäuden kann man da halt mit Roaches und Hydras zusammen eine recht gute Armee aufziehen. Und da kommt auch die Evo-Chamber Das schon auf jeden mal. Fall, ja. Vielleicht erstmal nur gegen die ersten Mutas von Drache. Wenn jetzt hier der erste Scoutling reinrennt, macht Drache wirklich sehr schön hier Scouting. Ja, auf Wird jeden ja Fall. Also auch gefarmt. deutlich besser als Lukas. Lukas weiß nämlich noch gar nichts über seinen Gegner. Nö. Also er hat keine Ahnung über Und da Tech-Informationen kommt oder Einheiten. der Hydralisk denn. Wie ich es vorausgesehen habe. Ja, sehr, sehr schön. Wenn man seine Pappenheimer kennt. Ja, mag das ja eigentlich. Und erforscht ja auch erstmal das Weapon Upgrade für die Fernkämpfer. Schauen wir mal, was hat. Wo sind denn jetzt hier eigentlich die Mutas von Drache hin? Noch wird nichts Ach, hat er gebaut. gerade den gebaut? Also, ne, der ist gerade eben erst ready geworden Ah, und shit. Mir war so als für. jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt kommen die ersten vier Mutas. Lukas hat jetzt gerade eben gescoutet, dass da er kommt. Dementsprechend Wow, denke ich, wird auch jetzt kommen sofort da sieben Hydras, Spawn ja. Crawler gebaut. Seine Queen hat ein bisschen viel Energie. Der Drache macht es ein bisschen besser. Ja, die angestaute Energie hat er jetzt sehr gut wieder abgebaut. Immer noch keine Echse hier. Es ist nur ein sehr defensives Spiel. Beide Spieler tasten sich noch nicht ab. Ja, jetzt mit den ersten Mutas wird da schon ein bisschen Action reinkommen, denn Drache wird es versuchen, von unten zu harassen, während Lukas natürlich darauf vorbereitet Ja. ist. Da fliegen die Mutas jetzt hier los von Drache. Es ist natürlich nervig, dass man seine Hydras in der Base behalten muss, um diese ganzen Harris abzuhalten. Deshalb sollte vielleicht Lukas ein paar Spawncrawler adden in der Eco. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, wenn man dann mal Und gerade da kommt die rauszieht Echse und von irgendwie Drache. attacken will. Und jetzt ist er drin in der Eco. Ein, Da fällt der erste, zweiter. zweite. Und oh, Aber der erste Mutter ganz hier, ein knapp für die HP. Kann er ihn noch? Kriegt er ihn noch irgendwie raus? ganz Oh, knapp. Da jetzt muss er hier jetzt so ein wirklich aufpassen, bisschen. dass er den nicht verliert. Es fehlt nur noch die passende Musik dazu und hier ist zum Hergetanze. Ja, Schwein gehabt da mit dem einen Mutter. Konnte zwei Drohnen kicken. Ja, income-technisch ist er jetzt durch die zwei Drohnen genau im Vorteil, also genau um zwei Drohnen. Hat sich also voll gelohnt. Auf jeden Fall, total. Ja, ich würde ihm jetzt empfehlen, auf Overlord-Jagd zu gehen, denn es gibt ja den ein oder anderen Overlord, der hier zum Scout versteckt ist. Und da Das könnte er schon den sind ersten sehen ganz gehen. genau zwei Stück eigentlich nur. Die anderen schweben über der Base, über den Main Base. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache, wenn er da eben zum Supply-Block und eben die Mineralien Lukas abfordern muss. Brauche ich jetzt hier das Meetup für die Hydras, natürlich sehr wichtig. Und da kommen die Mutas wieder rein. Und da fliegt er genau über die Hydras. Kann hier eine Hydra snipen. Und jetzt muss er zurück, Oh, ansonsten schlecht zerlegt gefokust. seine. Alle Mutas sind zwar alle angeschlagen, aber er verliert hier noch nichts. Echse jetzt hier unten fertig, passiert aber noch nicht viel. Oh, Allerdings und soll hier die jetzt wieder Push Scham, kommen, ja. oh, böse Laufwege, kenne ich auch zu Genüge. Und dann verliert er jetzt hier Das die tut beiden weh. Scham. Das ist natürlich. Ich habe jetzt hier aber hier die Hydra schön zurückgezogen. Da musste. Aber das ist genau das, was Drache jetzt braucht, um diesen Push aufhalten zu können. Die ein oder andere Unit vorher schon rausfokussen, denn ansonsten wird es für ihn da, glaube ich, sehr, sehr eng. Das wird auf jeden Fall schwer. Ja. Wenn jetzt die Charme, wenn die Charme alle ausschalten könnte, dann könnte er mit ein paar Banelingen die Hydras sehr gut auseinandernehmen. Exe jetzt auch bei Lukas jetzt im Bau, noch mal Zeit. Genügend Münz hat er ja. So. Drache hat da auch ein paar Overmints Ja. rumliegen. Und jetzt kommt sie zum Fight. Und da sind die paar Linge schon dran an den Hydras und das tut natürlich sehr weh. Das tut sehr weh, ja. Und das dürfte reichen. Das hat Hat absolut hier auch gereicht gut und bei ich den finde auch Queens sehr am schön Start, gemacht ja. von Drache. Genau die zwei Queens dazugezogen, um möglichst viel Damage zu machen. Hat auch schön den Lukas auf dieser Choke Und da eine Hydra. contained. Ja. Und da fokust er auch nicht. Ich hatte jetzt hier zwei Low HP-Mutas hier mit 5 und 9 Das ist HP. ganz hart. Und Lukas spielt hier sehr unglücklich, muss ich sagen. Ist nicht ganz bei der Und Sache. Drache sehr, sehr Ja. gut. Also
muss man ihn auch loben. Ist auf die Overmint. Macht er sehr, sehr gut. Die jetzt auch wunderschön, ja, auf die Echse. Und reagiert Lukas darauf, pumpt jetzt hier noch weitere Hydras. Ist ja auch schon zwei Queens am Start mit sehr viel Energie, aber... Jetzt kommen hier die zwei Queens. Oh, da kommt einer. Oh, der zweite rausgesnackt. Oh, da wird ganz viel. Jetzt soll er vielleicht Transfusion hier benutzen. Sehr schön gemacht. Konnte hier einen Queen noch heilen und sie kommt hier noch davon. Und hat hier zwei Kills. Das war sehr, sehr teuer. Das hat aber Lukas sehr schön gemacht, muss man ihn lassen. Auf jeden Fall, der Heal war sehr, sehr schön, auch sofort an die Einheiten dazugezogen, dass Drache da gar nicht anders kann als zurück. Drache pumpt jetzt mal wieder Linge nach, während er hier Weapon Upgrade für seine Air Units erforscht. Hat bis jetzt 1-0. Er sollte mal unten da seine zwei Vespin-Gesiere noch besetzen, ja, denn er hat einfach absolut viel zu wenig Vespin-Gas. Lukas setzt jetzt seine Exo neu. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schönes, spannendes Spiel. Da ist noch alles Lukas drin. Lukas lässt hier auch genügend Chancen für seinen Kontrahenten hier im Moment. Der ist natürlich auch sehr gut runterspielt, der Drache. Auf jeden Fall, ja. Auch noch kein Overseer-Scout oder ähnliches. Mal schauen, ob links unten jetzt der Overlord down gefunden wird. 8 HP wieder. Nein, er kommt wieder. Unfassbar. Also soll er jetzt vielleicht die Moves halt hinterherziehen, macht er aber nicht. Genau, das wäre jetzt die richtige Aktion. Nein, Lukas hat 72 von 74 Supply, er muss erstmal Uvi nachpumpen müssen, was er im Moment nicht macht. Selbiges Problem hat Drache. Ja. Und da macht Drache wieder ein Go. Er sollte erstmal halt seine Echo ein bisschen hochpumpen. Er wird, meiner Meinung nach, dass Lukas vielleicht wieder geäxt hat und wird die versuchen halt abzureißen, sicherlich. Und er versucht jetzt hier durch die Backdoor rein. Geht jetzt gegen die Armee, die da steht. Geht jetzt hier auf die Disruptor. Oder seine Linge dazu ziehen, damit die schon eingerissen werden. Ja. Macht er jetzt auch. Während Lukas hier am 1-1 Upgrade forscht für seine Ground Units. Ich sehe jetzt fertig bei Lukas, aber die wird, glaube ich, nicht lange stehen. Damit hier einer. Ja, kommt drauf an, wenn er schnell reagiert, dann. 77 Supply, also supply-technisch sieht es besser aus für Drache. Und jetzt kommen hier die Charme rein mit den Hydras zusammen. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass er nicht schlecht steht und im Moment, finde ich, steht er da nicht sonderlich gut. Der kann sehr gut weg. Scham haben sehr schön die Linie geblockt und da sind kaum Hydras gestorben und Drache hat hier einiges am Mutters verloren. Dieser Fight ging dann doch durch, ja, an Lukas und die Echse ist hier mit 250 HP weggekommen. Ist auch nicht da. Ja, ganz, ganz schlecht. Lukas hat es natürlich jetzt gut erkannt und versucht jetzt eben auch gegen zu pushen, um da eventuell den Vorteil noch zu vergrößern, beziehungsweise Vorteil rauszuspielen. Das Spiel auch hier schon beenden. Ja, was ihm fehlt, sind, glaube ich, so bei Drache Bane-Dinge und dass er dann halt irgendwie versucht, um die Scham herum seitlich vielleicht in die Hydras reinzukommen. Weil die Scham sind eigentlich total useless in dem Fight. Wenn's, gegen Bane-Dinge und Mutas. Die blocken im Prinzip nur. Ja, wenn die Hydras mal tot sind, dann schon. Und jetzt geht er hier rein und ist noch der Spinecrawler. Und Drache geht hier wieder auf den Scham. Jetzt kommen die beiden Queens dazu. Auch einen schönen Heal genutzt mit dem Queens, allerdings, das wird sehr, sehr eng. Aber jetzt sind die Hydras down, jetzt sind nur ein paar Roaches da. Ich versuche jetzt hier noch in den Echo reinzulaufen, um was zu kicken. Nein, macht er nicht. Verliert er alles jetzt wieder.